Okay. Wow. Stier. 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 Ja, darauf da. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und wollen wir jetzt dieses Teil? Ja, durch die Konzentration. Ja, aber ich. Ah, da. Er hat. Ups. Ein Oger, ein Riesenoger. Schäme dich. Aber wir kriegen natürlich nur einen Eintrag, wenn wir ihn schon mal besiegt haben, ist klar. Zack. Okay. Wow. Oh, Scheiße. Okay, aufpassen, aufpassen. Stirb, elender Ogre. Oder was auch immer du bist, ich habe keine Ahnung. Da, Bistarion-Eintrag erhalten. Und da kann man auch direkt nachgucken. Und empfindlich gegen Dolche. Ja, und das geht dann immer so weiter. Natürlich sind die anderen Kreaturen. Sind nicht alle Kreaturen gegen Dolche empfindlich? Natürlich nicht. Huh. Was habe ich denn jetzt gemacht? Naja. Hä? Moment. Man muss auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, doch, auch mit RT natürlich dran machen. Ist klar. Was auch sonst, ne? Alles andere wäre ja Schwachsinn. So. Zack. Oh no. Ja, war wohl zu viel des Guten. Ja, und wir können wieder was upgraden. Upgraden, das hört sich ja total upgraden. Und zwar machen wir Flächengegenschlag. Nachdem ich synchron geblockt habe, synchron blocken tue ich eh nicht, weil. Ja, das ist cool. Das ist eigentlich richtig cool. Die Kreiskette. Ach, komm, ich nur um die Kettenbarriere. Und ja. Ja, 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 ja. Geht direkt weiter. Natürlich mit Wasserfälle von Agaria. This ancient city occupies many layers, each one being the foundation for the next. It is a labyrinthine maze of dead ends and forgotten walkways. Danger lurks around every corner. He has shown great resilience, but this journey will take him longer than anticipated and deeper than any man has ever ventured in centuries. He will need all his wits to find an alternative route into the heart of the city. Where his destiny awaits him. Yeah. Wir müssen den Tiefen der Stadt. Okay. Was hast du für mich, mein Bruder? Eine Schriftrolle. Ich habe die Leichen meiner Brüder auf der Suche nach Steinen geplündert. Wenn ich genug davon sammle, bin ich unbesiegbar. Diese Narren versuchen, die Welt zu retten, während ich bald dazu fähig sein werde, sie mit Hilfe meiner neu erworbenen Macht zu erobern. Ich weiß, dass sich ein Lichtstein in der Nähe befindet und ich habe vor, ihn mitzuholen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Niemand. Ja, das sieht man, dass dich niemand aufhalten kann. Vor allen Dingen diese hübsch gestaltete Axt im Rücken.
Gut. Ich würde sagen. Wir machen einfach mal weiter hier. So. So. Zack. Wow. Okay. Können wir bestimmt irgendwas mit dem Baum machen. Spinne. Zack. Zack, zack. Komm her. Scheiße. Das ist die neue Fähigkeit. Upsala. So. Nein. Aus da. Aus da. Wow. Das war knapp. Heilige Scheiße. Die Spinne ist echt ätzend. Haha. Ich bin hier. Aua. Das tat weh. Nein. Die Kackspinne vergiftet mich immer. Das ist gut. Okay. Okay, wir haben sie gezähmt. Oh ja. So, mit der Spinne können wir Spinnennetze spinnen. Wer hätte es gedacht? Und ja, drücken wir mit Y und dann spinnen wir an. Seil, um darüber zu kommen. Natürlich. Wohin auch sonst. Aber vorher müssen wir die Spinne natürlich töten. Ja, aber normal kann man auch. Normal kann man auch, ach, wie heißt das? Was soll ich jetzt sagen? Spinnennetze spinnen. So Brücken, wo wir schon mal drüber balanciert sind. Vor nicht allzu langer Zeit, vorletzten Level, sind wir über so Spinnennetze gebalanciert und das kann man auch mit der Spinne machen, wenn man sie reitet. Ja. Könnte man, theoretisch. Zack. Hoch mit dir, mein Fürst. Mein Götter, Kumpane oder so ähnlich. Mein erleuchteter Gabriel Belmont. Zack. Oh nein, nein. Stirb an meinen Dolchen. Keine Chance gegen Dolche. Wenn sie alle sind, dann ist natürlich uncool. Ein größerer Lykanthrop. Nein! Schwul. Oh. Okay, ich hab ihn. Zack. Und Kopf. Irgendwas am Kopf gemacht. Irgendwas gebrochen oder so. Und tausend kleine Stückchen. Achso. Ah, wir müssen nämlich da hoch. Zack. Und dann geht's hier und dann müssen wir natürlich schwingen und dann geht's hier lang. Gut. Schön ist die. Schön ist die. So. Hier lang. Wow. Ist eine coole Landschaft, so herbstlich. Finde ich. Und jetzt kommen noch schöne Landschaften, glaubt man das. Das Spiel wird nur richtig toll. Noch einer. Schwul. Also eigentlich schwul, ich weiß es gar nicht. Einer. Zack. Hahaha. Damit hast du nicht gerechnet. Na, die Dolchwelle hat schon was, ne? Hat sich doch gelohnt. Ja, geblockt. Gekontert. Wie gesagt, man muss aber im richtigen Moment natürlich blocken, sonst bringt das alles nichts. Und die Kugeln verschwinden auch nach der Zeit wieder, wenn man sie nicht schnell genug einsammelt.
Seht ihr, bleiben natürlich nicht alle immer liegen. Und meine Energie ist gerade nicht so cool, um ehrlich zu sein. Ich habe ja herausgefunden, dass es durchaus lohnend sein kann, Orte, an denen man schon gewesen ist, noch einmal aufzusuchen. Ich habe Gegenstände und Relikte gefunden, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht nutzen konnte. Doch als ich dann stärker wurde, konnte ich dorthin zurückkehren und mir wertvolle Objekte aneignen, die mich zu höheren Leistungen befähigen. Ich werde meine Karte nach weiterhin regelmäßig konsultieren, damit mir nichts Nützliches entgeht. Ja, wie gesagt, man kann zurückgehen, muss man nicht. Ob ich es auch machen werde, mal schauen. Genauso mit den Missionen, die sind zum Teil wirklich absurd schwer. Ob ich mir das antue, naja, ich will nichts versprechen. Zack. Und dann können wir da lang. Und wir können hoch. Wir müssen aber runter. Gut. Und dann können wir nicht hier lang, sondern wir müssen dort lang. Weil der einzig richtige Weg. Und ich mache hier im nächsten Part weiter, meine Freunde. Bis dahin. Tschüssikowski.